Vor einiger Zeit gab es einen Lehrer. Er sorgte sich sehr um die Leistungen seiner Schüler und auch um ihr Wohlergehen in allen anderen Bereichen ihres Lebens. Dieser Lehrer pflegte seine Schüler vor den kommenden Prüfungen zu warnen. Er sagte zu ihnen: Geht sicher, dass ihr die notwendigen Vorbereitungen trifft, bevor die Prüfung beginnt. Tatsächlich war der Lehrer so besorgt um seine Schüler, dass er ihnen sogar die Fragen gab, so dass kein Schüler während der Prüfung behaupten könne, er hätte sich nicht vorbereiten können. Die Schüler teilten sich in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe behauptete, der Lehrer würde lügen, und so lehnten sie die Ratschläge des Lehrers ab. Die zweite Gruppe glaubte den Lehrer und sagte: Wir glauben dem Lehrer, doch wir werden mit den Vorbereitungen warten, bis etwas mehr Zeit vergangen ist und die Prüfung näher gerückt ist. Dann werden wir uns vorbereiten. Und die dritte Gruppe, sie waren die Intelligenten. Sie glaubten nicht nur an die Ankündigungen des Lehrers, sie bereiteten sich auch gut auf die Prüfungen vor, bevor die Zeit knapp wurde. Als der Tag der Prüfung eingetroffen war, war es nur die dritte Gruppe, die während der Prüfung und auch danach glücklich war. Dieser Lehrer war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Schüler sind alle Menschen, die auf dieser Erde umhergehen. Sowohl während der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam als auch danach. Und die Prüfung, von der er sallallahu alaihi wasallam uns warnte, ist die Befragung von Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Abrechnung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ja, wir werden gewiss die zu den Gesandten geschickt worden sind befragen. Und wir werden gewiss die Gesandten befragen. Jeder einzelne von uns wird von Allah subhanahu wa ta'ala befragt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala schickte uns einen Gesandten, der uns darüber berichtete, was auf uns zukommen wird. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Sohn Adams wird von der Befragung Allahs nicht entlassen, bis er nach fünf Dingen gefragt wird: Wie er sein Leben gelebt hat und wie er seine Jugend genutzt hat, mit welchen Mitteln er sein Vermögen verdient hat, wie er sein Vermögen ausgegeben hat und was hat er mit seinem Wissen gemacht. Es gibt noch zahlreiche andere Fragen, die uns gestellt werden. Doch Allah subhanahu wa ta'ala schickte uns einen Lehrer, der uns sehr früh vor der Prüfung warnte und uns sogar die Antworten verraten hat. Meine geehrten Geschwister, während der Schulzeit betrachtet man die, die sich im Unterricht bemühten, oft als Außenseiter. Die Streber, die gute Noten bekamen, die ihre Aufgaben erledigt haben, sodass sie vorbereitet im Unterricht sitzen. Wenn ihr zu denen gehören möchtet, denen die Prüfung an diesem gewaltigen Tag einfach fallen soll, dann müsst ihr euch vorbereiten. Ihr müsst eure Zeit nutzen, in der sich andere die Zeit vertreiben, um am Ende zu den Erfolgreichen zu gehören.